Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Dark Souls 1 Prepare to Die. Und das ist genau was die Dudes hier gemacht haben. Sie sind gestorben. Das tut mir vielleicht ein bisschen leid, vielleicht aber auch nicht. Wir waren hier in der großen Bibliothek am Searchen, wo es denn jetzt weitergeht. Und ich habe den Weg immer noch nicht gefunden. Also ich habe auch nicht weitergespielt jetzt, aber irgendwo muss er ja sein. Ne? Also wir sind ja von hier gekommen im Endeffekt. Wir sind ja von hier gekommen, dann beim letzten Mal einmal komplett im Kreis gelaufen und haben aber eine bewegliche Treppe entdeckt. Und hier wurde gerade auf uns gemagickt. Hat sie gar eine Magic, Alter. Alter! It's magic! Well, is it? I don't think so. Du Amateur. Okay, ja, hier muss es ja irgendwo weitergehen. Würde ich jetzt einfach mal vermuten, weil hier ist die Drehtreppe, wie gesagt. Und irgendwo kommt man von hier aus nach unten. Und wir haben die Siegmeier-Quest wahrscheinlich ordentlich verhauen. Da wir Siegmeier... Oh, guck mal, hier ist noch eine Tour, die nicht geöffnet haben. Da wir Siegmeier bei den... Ach, wow. Bei den Dingern mit diesen riesigen Mäulern hätten finden und hätten ihm helfen müssen. Aber das haben wir nicht. Freunde, das haben wir nicht. So, ich drehe jetzt einmal an dem Hebel. Vielleicht passiert da fantastische Sachen. Oh Gott. Ich dachte gerade, aber da habe ich wohl falsch gedacht. Der Kruzifix noch eins. Okay, ich schaue mich hier nochmal um. Hier waren wir wahrscheinlich auch schon. Hey, Buddy. Oder auch nicht. Nee, hier waren wir noch nicht, glaube ich. Du schießt daneben, du bist ein Trottel. Okay. Oder waren wir hier doch schon? Was ist mit dem Hebel? Was hat es mit diesem Hebel auf sich? Eine geheime Tür! Hallo! Ist das ein Shortcut? Ein sogenannter? Ja, tatsächlich. Ja, Kruzi, fix noch eins! Tatsächlich! Ich sage dir, da setze ich mich einmal dran. Au! Geil, das hat sich ja voll gelohnt. Und dann kann ich da wieder hin. Ja, geilo. Okay. Jetzt steht aber immer noch die Frage im Raum, wo lang? Deswegs. Guten Abend. Hallo. Fake? Nein. Es ist real. Ein blauer Brocken. Okay, Magic-Waffen benutzen wir aber eher nicht. Den Raum kenne ich. Da werden wir später vielleicht nochmal hinkommen. Vielleicht aber auch nicht. Okay, was gibt's hier Schönes? Noch mehr Bücher. Ja, das ist ja spannend. Und eine Truhe. Eine echte Truhe sogar. Riesenzellenschlüssel. Sexy. Und eine Fake-Truhe gibt es ja auch noch. Slam Dunk. Oh yeah. Da fällt sie dich. Symbol der Gier und verzaubertes Falkion. Bekommen. Sick. Very sick. Die sind ja nur Schätze. Kristallglut. Ja, mei. Hier ist ja noch eine Truhe. Die habe ich übersehen. Tauchen die einfach aus dem Nichts aus, oder wie? Das sind hier die Zauberer-Dude-Ausrüstungen. Und guck mal, hier ist nur noch ein Hebel. Ein Hebel. Hebel. The Metall. Ja, lol. Look at this. Guten Morgen, Mr. Kristallmann. Ich zerschläche dich, weil du ein Trottel bist. Guck mal, hier kann man hochgehen, hier kann man auch bestimmt irgendwas machen. Oder auch nicht. Vielleicht auch nicht. Okay, hier kommen wir garantiert wieder zu Seas, des Gales, so wie immer. Hier ist Nebeltor für zu Seas. Nein! Das war dumm. Ich möchte gerne wieder zurück. Ich möchte gern zu Big Head Logan, ehrlich gesagt.
und den mal befreien, weil der gibt mir bestimmt irgendwas Schönes. Also, auf zu Big Head Logan. Okay, hier sind wir auch schon. Und wir haben anscheinend hier einige Gäste dabei, die hier unten auf uns warten. Okay. Und ja, es stimmt. Ja, nee, lass mich mal hier jetzt bitte. Danke. Es stimmt, Seize the Scalist hat tatsächlich Maiden entführt, also hauptsächlich Frauen, um an ihnen Experimente durchzuführen. Das kann man bestätigen lassen durch die beiden. Die hatten wir ja beim letzten Mal schon, die greifen eigentlich an, aber erstmal will ich hören, was Logan zu sagen hat. Hey, Logie Boy! Oh, thank you very much. I'm saved. That makes twice. I must be sure to repay you. I will visit the archives. If I discover any new spells, I shall share them with you. Prepare to be impressed by the onward march of sorcery. Okay, Big Head. Logan, my man. Dann will ich mal da prepared sein. Was hast du denn in dir noch versteckt? Eine Feuerhüterseele. Was auch nur ein Beweis dafür ist, dass er auch Feuerhüterinnen eingesperrt hat. Denn hier wäre keine Feuerhüterinnen-Seele, wenn hier keine Feuerhüterin gelegen hätte. Und die beiden armen Kreaturen müssen wir jetzt doch mal töten. Die wehren sich auch nicht. Aber die droppen etwas. Und zwar lindern Sonnenlicht und gnädiges Sonnenlicht. Zwei Miracles, die nur von Gwyndolin, der Tochter von Gwyn, der Erstgeborenen und der Prinzessin of Sunlight, vergeben werden können. Und das zeigt uns, dass Thies the Scaleless nicht nur ja, Heilige entführt, wie auch die aus Catherine, die Dame, die wir aus den Katakomben gerettet haben, deren Rüstung wir hier gefunden haben, sondern auch Zofen von Gwyndolin. Ne, von Guinevere. Quatsch, bin gerade mit Gwyneth und Gwyndolin. Was? Guinevere meine ich natürlich. Gwyndolin war ja hier Mr. Transgender. Woran ja nichts verkehrt ist. Ja, auf jeden Fall sind das zwei Zofen gewesen. Das beantwortet die uralte Frage. Was hat es mit denen aus sich? Warum heulen die und warum greifen die einen nicht an? Da habt ihr eure Antwort. Bitteschön, gern geschehen. Gratis Kristallschwert. Don't need that shit. Und jetzt geht's mal zurück. Zauberer steht noch da. Hoia, 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 hoia. Happarida. Happaduri. Aua. Das hat meine Gefühle verletzt. Du Arschloch. Okay. Jetzt haben wir ja den Super Shortcut, wo wir einfach runtersteppen können. Und dann direkt wieder noch weiter runter. Und ich werde mich aber mal kurz ans Leuchtfeuer setzen, weil wir Big Head Logan gleich wieder sehen werden. Und vielleicht hat er dann noch die eine oder andere geile Sache für uns. Mach doch mal das Inventar kaputt jetzt hier, meine Güte, wenn du nicht durchkommst, Junge. Was ist denn falsch mit dir? Was ist falsch mit dir? Okay, setz dich mal ran, kann ich mich auch. Wow, wow, Willy, Willy. Motherfucker. Ich aufsteigen? Ne, nicht genug Punkte. Egal. Okay. Dann gehen wir da mal wieder hin und in diesen
Räumen mit den vielen Büchern müsste jetzt Big Head Logan irgendwo sitzen. Irgendwo hier? Nee, dann war das nicht in dem Raum, aber ich hatte noch einen anderen Raum mit ganz vielen Büchern. Und zwar hier war doch noch was. Da ist er! Hey, Biggie Heady Logie! Hello there. I was expecting. Natürlich, war ja im Weg. Truly magnificent, more than expected even. As promised, I shall share the new sorceries with you. And the secret of Seath's immortality. Ah, danke, danke. Genau, hier können wir jetzt Gegenstände von ihm kaufen, aber wir sind ja nicht besonders bewandert in Magie und man kann bei ihm jetzt Kristallen Zauberwaffe holen. Was eine der besten Magiesprüche aller Zeiten ist, weil sie eure Waffe einfach unfucking fassbar stark macht. Aber wir können auch ein bisschen mit ihm schnacken. Ah, the secret of Seath's immortality. If you have fought him and were imprisoned, you must know that Seath is a true undead, different from ourselves. His wounds close promptly, and no mortal blow affects him, granting true insulation from death. His wounds close promptly, and no mortal blow affects him, granting true insulation from death. It is an effect of the primordial crystal, a sacred treasure pillaged by Seath when he turned upon the ancient dragons. So only by destroying the primordial crystal can you so much as scratch Heath's hide. And it so happens, the primordial crystal is in the inner garden of these very archives, the Crystal Forest. Genau, und dahin werden wir uns als nächstes begeben. Aber vielleicht hat der gute Logan noch mehr zu sagen. The tomes stored in these archives are truly magnificent. A great pool of knowledge. The fruits of superior wisdom and an unquenchable desire for the truth. Some would say Seath had an unsound fixation. But his work is a beautiful, invaluable resource. All progress demands sacrifice. And I certainly bear no antipathy for that wonderful scaleless beast. Yeah. Meh. The tomes stored in. Okay. All planet. Ja, okay. Jeder Fortschritt erfordert Opfer. Okay, das lassen wir einfach mal unkommentiert so stehen. Hey Crystal Boy! You are going to die, Motherfricker. Okay, ja, hier sind wir im Kristallgarten und im Kristallgarten seht ihr hier auch schon einige Kristallgolems und wir hätten hierher kommen müssen, bevor wir nach Aeselis gehen, denn hier finden wir eine Fortsetzung der Quest von Siegmeier. Okay, die sind ja überhaupt kein Problem. Okay. Wie gesagt, wir sind hier ein bisschen spät. Aber egal. Blaue Brocken. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Ihr werdet noch erfahren, was ich meine. Hey, Freunde. Ich habe was für euch. Chaos Feuerball. Oh, yeah. Die einzige wahre Form der Magie ist Feuermagie. Okay, lassen wir das. Lassen wir das und kommen zum Mächten. Beef. Ja, die Viecher haben hier so extra Stuff. Denkt ihr, ihr seid special oder was? Nur weil ihr aus Kristall seid. Die Drachen in Dark Souls 1 sind auch... Ne, aus Dark Souls 3 sind auch aus Kristall. Und die habe ich auch lang gemacht. Ohne mit der Wimper zu zucken. Also, laber kein Scheiß. Okay, einen erledige ich noch und dann gehe ich erstmal aufleveln. Weil ich Punkte habe. Hey. Aua. Das hat weh getan. Kleiner Crystal Boy. Schlitz und Schlonk. Okay. It's time to auflevel. So. Ein Punkt mehr in Beweglichkeit bedeutet ein Punkt mehr für die gute Sache. Und die gute Sache unterstützen wir. Und jetzt widmen wir uns mal diesem goldenen Kristall-Dude. Der sieht nämlich ziemlich besonders aus. Und er kann weit springen. Und wenn wir genau hingucken, dann sehen wir, dass da oben
etwas drin ist in seinem Kristall. Und was das genau ist, werden wir gleich mal herausfinden. Hey, Big Boy! Hält auch mehr aus als seine Kompagnons. Aber das stört mich doch nicht. Zerschlitzt wird er trotzdem! Und da ist Siegmeier! Hey, Siegmeier, was machst du denn hier? It was you who rescued me. What the fuck? Why, thank you. I am Sieglind of Katarina. I don't know how I ended up in that crystal. It wasn't terrible in there, but I could hardly move. I must think of some way to repay you. Wer bist du nochmal? Oh, have you seen my father? You wouldn't miss him. A suit of armor just like mine. Ja, doch, hab ich. Mehrmals sogar. Goodness. I knew he was here somewhere. Well then, now I must find him. Thanks again, truly. Now if you'll just stay put and keep out of trouble. Das ist ein guter Ratschlag, meine Gute, das ist ein guter Ratschlag. Okay, dann viel Glück bei der Suche nach deinem Dad. Ja, Sieglinde, meine Freunde, Sieglinde. Die Familie wächst. Sigward, Siegmeier, Sieglinde. Alle Teil der Knights of Katarina. Und Blaubrocken ist Teil... Of my knights. Of magic weapons. Kristall stuff. Okay, das ist mega lame. Niemand needs that. Kristallsachen sind eh blöd. Kristallwaffen machen zwar viel Schaden, aber haben, wie wir wissen, auch keine Durability. Ja, also ihr könnt das als, euch als Pauschale merken. Ist der Kristallgolem golden? Hat er was zu verzeugen? Oder so. Hey, Buddies, was macht ihr denn hier? Mit euch hatte ich hier nicht gerechnet. Ihr braucht mir doch nicht folgen. Außer auf Twitter, also. Und auf YouTube. Und auf Twitch. Aber sonst? In Real Life? Oder in Dark Souls? Ja, nicht so. Ja, nicht so. Okay, das war der Crystal Forest. Yay, spannend. Ich hatte den immer größer in Erinnerung, aber... Nö, anscheinend eher nicht so. Und jetzt sind wir in der Crystal Cave. Der Kristallhöhle. Und hier ist Ende. Ja, oder? Hey, da ist noch so ein Kristalldude. Kannst du dich eventuell, ich weiß auch nicht, verpissen? So, wir müssen mal gucken, wie wir jetzt hier lang kommen. Ich weiß, da gibt es einen besonderen Kniff in der Kristallhöhle, aber im Moment müssen wir noch den normalen Weg gehen. Ach ja, hier gibt es übrigens auch die netten Viecher. Moonlight Butterfliegen. Die guten Moonlight Butterfliegen. So, oh. Hä? Wie kommt man da hin? Vielleicht von der anderen Seite? I will try my best to get to this treasure. Ach ja. Ist hier... Ja, 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 ja. Oh ja, oh ja, oh ja. Es gibt unsichtbare Wege, Freunde. Unsichtbare Wege. Oh, hallo. Oh, hallo. Und hier gibt es noch irgendwo einen unsichtbaren Weg. Und zwar einen langen unsichtbaren Weg. Allerdings bin ich mir nicht sicher, wo der startet. Erstmal müssen wir sowieso hier runter. Hey, Mr. Butterfliege. Ich weiß nicht, ob es so gut ist, ob ich den töte. Ob dann der Zauber verschwindet. Ach, egal. Come on. Ich sagte, come on. Jimmy, oder? Du kannst doch nichts! Ah!